Familienzusammenkünfte wie jene an Opas 90. Geburtstag sind uns wohl allen bekannt. Und? Freuen Sie sich schon aufs Essen, auf die Feier? Ich brauch's nicht. Man trifft sich zu Kaffee und Kuchen, versucht sich gegenseitig gut zu unterhalten und die eigene Unlust womöglich geschickt oder ungeschickt zu überspielen. Schmeckt das auch den Leuten? Ja, sicher. Ich mag das gern. Das ist mein Lieblingsbruder, schon. Den Opa auch? Oh, das weiß ich nicht. Der will immer seine saure Wurst haben, aber das passt ja halt nicht zum Geburtstag. Das kannst du nicht kochen lassen. Es ist nicht immer leicht, wenn Generationen aufeinandertreffen. Denn Opas Lebensmittelpunkt ist in den wenigsten Fällen vergleichbar mit dem seiner Kinder und Enkel. Nicht selten bieten solche Familienfeiern also fruchtbaren Boden für Konflikte und Missverständnisse. Die im ORF übertragenen Alltagsgeschichten der Elisabeth T. Spira dienten Nadia Bourouyen als Vorlage für ihre künstlerische Abschlussprüfung im Studium der Musikerziehung an der Kunstuniversität Graz. Im Zentrum ihrer musikalischen Darbietungen stand Frédéric Chopins Nocturne Nummer 8, Opus 27 in D-Dur, welches Nadia eindrucksvoll am Klavier präsentierte.